Ja, vielen Dank nach Hamburg und herzlich willkommen zurück bei uns live nach 9 am Donnerstag. So rum. Heute ist Feiertag im Saarland und in Teilen Bayerns. Das heißt, viele von Ihnen haben vielleicht sogar ein langes Wochenende vor der Tür. Ja. Schöner Start in den Tag. Ja, nicht so schön ist, wenn dann viele Autos unterwegs sind. Das ist jetzt sowieso gerade die Zeit. Ne? Viele kommen jetzt aus dem Urlaub zurück. Und wenn es voll wird auf den Straßen, dann ist auch die Polizei immer öfter gefragt und im Einsatz. Und Sie kennen das auch, diese Situation, wenn da so eine Polizeistreife kommt, so ein Wagen, das springt sofort ins Auge. Wir sind sofort aufmerksam. Ne? Also ich beobachte, fahren langsamer. Und es ist ja auf jeden Fall auch ein Hingucker, ne? Dieses Blau und Neongelb. Mhm. Und genau davon profitieren Friedensbotschafter, die unterwegs sind, nämlich mit Fahrzeugen wie zum Beispiel diesem hier. Man denkt im ersten Moment tatsächlich, oh, ein Einsatzfahrzeug, Streife von der Polizei. Aber dann bei genauerem Hinsehen, Friedensfahrzeug, Peace, das steht drauf. Und genau das ist auch die Botschaft derjenigen, die am Steuer sitzen. Ja, und das sind einige Autos mittlerweile, die sich so bekleben. Unter anderem in Hamburg der Unternehmer Bernd Clausen. Der hat seine ganze Flotte sozusagen so beklebt mit diesen Autos. Ja, und er will quasi für Frieden werben und mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das passiert da in Hamburg mit dieser Beklebung fast automatisch. Wenn man nichts hat, dann ist man halt leider in Deutschland nichts. Uns hört ja keiner zu. Klappt nicht. Klappt nicht? Doch. Nein, Frieden klappt nicht. Sind wir nicht für gebaut? Die Politik hält uns nicht für mündig. Provozieren, auch mal streiten. Er ist gerne unbequem. Man muss mich nicht mögen. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz unruiniert. Im Norden Hamburgs wohnt Bert Clausen. Hier kennt man ihn und seine Autos. Die fallen auf. Sie sehen aus wie Einsatzwagen der Polizei. Auf den zweiten Blick sieht man aber alles Frieden. Alles Peace. Das ist rechtlich nicht geschützt, diese Optik. Und diese kleinen Streifen, wie man hier sieht, die dürfen eben nicht reflektierend sein. Und es darf eben keine Neonfolie sein. Und dann ist das eben erlaubt und wird eben von der Polizei auch akzeptiert. Ich habe da auch hinten eben diesen Aufkleber, die Polizei, dein Freund und Helfer. Weil ich finde, die Polizei heutzutage hat das auch schwer genug, für Frieden zu sorgen und für Ordnung. Hingucker auch ohne Blaulicht und Sirene. Seinen ganzen Fuhrpark hat der Unternehmer bekleben lassen, 7 Fahrzeuge insgesamt. Bert Clausen hat davon auf einem Friedensfestival gehört und war sofort von der Idee begeistert. Da hat mein Herz innerlich einfach gesagt, ich möchte eben ein Friedensaktivist sein, der sich eben nicht nur eine kleine Brosche eben ans Hemd macht und meint, sondern ich möchte eben einfach die Autos, die haben ja irgendwo eine Werbefläche und ich möchte einfach für den Frieden werben, weil ich das einfach traurig finde, dass sich weltweit eben die Köpfe eingehauen werden. Vorbei an den echten Einsatzkräften. Er gibt hier nicht den Hilfs-Sheriff, wünscht sich einfach weniger Egoismus. Frieden, für ihn ist das Respekt und Rücksichtnahme. Auch mal andere vorlassen. Ich verstehe das immer nicht. Das kostet im Grunde genommen 2-3 Sekunden. Und ich kann ja dann den Verkehr wieder aufschließen, um eben ein Fahrzeug, was eben vor mir eben rechts abbiegen möchte. Die anderen, die stauen sich dahinter, kommen nicht weiter. Man kann auch mal kurz anhalten und die Person durchlassen. Das würde alles viel einfacher machen. Seine Autos locken die Passanten an. Parken am Einkaufszentrum. Jetzt will er diskutieren. Hat das einen Grund, dass das so aussieht, so ähnlich wie ein Polizeiauto? Also so, jeder es soll vermutet natürlich, ja, dass es soll natürlich einfach auffallen aus der Masse und dementsprechend einfach, dass man angesprochen wird und dass jeder sich fragt, sag mal, was soll denn das hier eigentlich mit diesen Friedensfahrzeugen? Ich würde nicht Peace all over the world rausschließen, aber wenn es einem gut tut, dem Initiator, dann soll er es machen. Ich habe mich selber dazu entschieden, dass ich für Frieden bin. Es ist halt eine gute Idee, aber ob es dann was bringt, kommt dann mit der Zeit, würde ich sagen. Eine Stunde täglich nimmt er sich dafür Zeit, möchte Menschen zum Nachdenken bringen. Warte nicht auf die da oben, tu selbst was, so seine Devise. Wenn jeder so schlau wäre oder andersweise schlau wäre, würde es nicht einen einzigen Krieg geben. Es würde nicht einen einzigen Hass geben, nicht eine einzige Ausländerfeindlichkeit geben. Aber ich denke mal, der Mann, man kann doch mal bei sich selber anfangen. Und ja, das sowieso. Sie sind schon der Nächste. Ja. Und vor allem für den Frieden, ich finde, der Frieden ist die Hauptsache. Ne? Also ja, im Grunde wünscht sich jeder Frieden. Genau. Und also super. Mehr will er gar nicht. Und morgen fährt Bert Clausen wieder los mit seiner Kolonne des Friedens.
irgendwie eine gute Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, dass man das darf. Also das Auto so bekleben, dass es so ähnlich aussieht, wie Polizei. Aber juristisch offensichtlich sauber. Ist möglich. Ja, und eine gute Aktion.